keep on rolling, baby. You know what time it is. Der Porsche Club Berlin. Er wurde am 25. September 1952 gegründet und ist somit der zweitälteste Porsche Club der Welt. In diesem Jahr feiert der Porsche Club sein 60-jähriges Jubiläum. 50 Mitglieder, jung und alt, verbindet der Spaß am sportlichen Porsche-Fahren in seiner ganzen Vielfalt. Doch worin besteht die besondere Faszination am Porsche? Wer sind die Menschen im Porsche Club Berlin und welche Geschichten haben sie zu erzählen? Wir waren am 60. Geburtstag dabei. Hallo, mein Name ist Stefan Blessing. Ich bin hier der Geschäftsführer vom Porsche Zentrum Berlin, Franklinstraße. Jahre ist natürlich ein ganz besonderes Datum, gerade betrachtet auf die Porsche Clubs, weil es gibt nur sehr wenig Porsche Clubs, die überhaupt auf so eine Historie, auf so einen Zeitraum zurückblicken können. Und für uns in Berlin ist es natürlich nochmal mit der Geschichte, die Berlin selber hat, auch eine ganz besondere Tradition und Historie. Ich selbst kenne jetzt den Porsche Club seit 2,5 Jahren, so lange bin jetzt ich hier verantwortlich in Berlin für Porsche und in der Zusammenarbeit mit dem Porsche Club. Und da ist sehr viel Geschichte, auch in dem Club selber, das kriege ich mit an den Mitgliedern. Da sind sehr viele ältere, ehrwürdige Mitglieder, die heute auch schon gar kein Porsche mehr fahren, aber immer noch Mitglieder sind in dem Porsche Club. Und es ist immer hochinteressant, wenn die Geschichten von früher erzählen, von den ersten Ausfahrten und dann mit der Zeit heute, wie der Porsche Club auch organisiert ist, wie er ausgerichtet ist. Der Porsche Club Berlin, der ist sehr sportlich ausgerichtet. Und dann so diese traditionellen alten Geschichten, die dann auch teilweise mit Rennsport zu tun haben, mit den modernen Autos von heute und dann auch den sehr bunt gemixten Mitgliedern, wie wir im Porsche Club sind. Ich bin ja auch selber Mitglied im Porsche Club und es ist also ein sehr Multikulti von ganzen Gedankengut und von dem, was dort stattfindet. Also es ist eine sehr schöne Verbindung. So, jetzt können wir aber wieder von der Tonübung runterkommen, oder? Also geplant ist erstmal, dass wir heute gutes Wetter haben. Planung 1, Punkt 1 ist erledigt, also es schaut ganz gut aus. Wir haben warme Temperaturen und der erste Punkt heute ist, dass wir von hier losfahren. Wir sind jetzt so 30, 35 Personen, das heißt so nicht nur Personen, sondern entsprechend 30 Autos, das ist eine Menge. Und wir werden uns jetzt so durch die Stadt durchschlingeln und haben dann so eine Art Suchfahrt miteinander geplant. Die geht so 2 Stunden und wir werden dann einzeln unterwegs sein, uns einmal wo treffen. Die Strecke hierher gefahren und Wetter hat perfekt mitgespielt und was einfach beeindruckend ist, wenn so eine ganze Kolonne Porsche zusammenfährt und wir sind durch diese kleinen Örtchen an den Schwielosee vorbeigefahren. Die Autos haben ja so einen irre Sound, wenn man hier so durch diese Örtchen fährt. Wir sind ganz ordentlich gefahren, wunderbar innerhalb der Geschwindigkeitsvorgaben und trotzdem, die Fahrzeuge haben geklungen, die Menschen an der Straße haben gewunken, haben Fotos gemacht und es ist immer wieder beeindruckend. Aus den Häusern sind die Leute rausgekommen, wir haben ja ganz unterschiedliche Autos auch dabei gehabt und wir waren so eine Kolonne von ca. 30 Autos und die Menschen sind aus den Häusern gekommen, haben geschaut, haben gewunken, fotografiert. Allein das macht schon Spaß. Und als wir dann hier bei dem Resort hier eingefahren sind und die Autos dann auf dem Gelände hier überall verteilt parken konnten, dann haben wir auch so mitbekommen, wie die Gäste hier im Resort, die so angenehm bewundernd und so sympathisch zunicken zu den Autos und zu uns zugeschaut haben.
Mein Name ist Dietmar Strohhal. Seit 17 Jahren bin ich der Präsident vom Porsche Club Berlin. Wir feiern heute hier unser 60-jähriges Invent. Von Beruf Maschinenbaumechaniker. Ich habe einen Betrieb von 14 Leuten. Wir bauen Maschinen und liefern die weltweit. Ich denke, wir haben heute hier einen schönen Abend. Und lassen es uns gut gehen. Manche Clubs legen mehr Wert darauf, dass, sag ich mal, sehr viel Ausfahren sind, sehr viel Fahrerisches ist. Dazu gehört der Porsche Club Berlin. Bei uns war schon immer das Fahren mit dem Auto im Vordergrund, inklusive der Organisation, wie ich schon sagte, von Rennstrecken. Mein Name ist Elke Middeldorp. Ich bin ein leidenschaftlicher Porsche-Freak, schon seitdem ich eigentlich so schauen konnte und wissen wollte, was so Autos sind. Und habe mich dem Moment Porsche verschrieben. Ich war da schon ganz klein und fand eigentlich diese süßen Autos richtig nett. Ich bin jetzt im vierten Jahr Mitglied. Den Porsche Club Berlin gibt es seit 60 Jahren. Das ist der zweitälteste Porsche Club der Welt. Dazu gekommen bin ich auf Empfehlung des Porsche Zentrums in Berlin. Die haben gesagt, wenn du ein bisschen mehr Spaß haben willst mit deinem Straßenauto, dann solltest du dich da mal melden. Und so bin ich dann Mitglied geworden. Wir haben Semi-Profis bei uns, den Christian Vogtländer und den Matthias Jeserich. Wir haben auch noch andere sehr gute Fahrer. Von denen können wir sehr viel lernen. Die setzen sich neben uns. Und ansonsten treffen wir uns jeden zweiten Dienstag im Monat in Berlin-Wannsee und haben dann Clubabend. Geht im Schnitt 3 bis 4 Stunden. Wir besprechen das Anstehende im Porsche Club und oder was bevorsteht, welche Rennwochenenden sind und wer an welchem Wochenende teilnimmt. Und ansonsten sprechen wir, naja, nach dem offiziellen Teil Benzingespräche. Also mein schönstes Erlebnis mit dem Porsche ist immer, wenn wir eine kleine Panne haben, weil dann lerne ich ihn erst richtig kennen. So, und das bietet sich ja immer in diesen Rennen oder Rallyes an, dass ja irgendwann, dass man dann einen halben Herzschlag bekommt und sagt, oh Gott, das Auto läuft jetzt nicht. Und eigentlich war das schönste Erlebnis immer, es ist in Mexiko. Meistens fahre ich im Damenteam und die Mexikaner sind ja eigentlich sehr frauenfreundlich, sage ich mal. Und wenn die da irgendein paar Damen sehen, dann sind die auch sehr hilfsbereit. Also das ist wirklich, die unterbrechen dann ihr eigenes Rennen, nur um uns zu helfen. Wir haben ein bisschen Geschichte schon gehört. Wir haben ein bisschen gehört, wann so der Porsche Club gegründet wurde. Es gibt sogar ein Mitglied, der damals in Anfang 60er Jahren eingetreten ist, der heute als Ehrengast, als Ehrenpräsident auch da ist. Und der wird natürlich bestimmt viel gefragt werden, was damals so war. Und wir kennen die Welt heute. Mein Name ist Kurt Kassiger und ich bin seit 1963 ein ordentliches Mitglied im Porsche Club Berlin. Kurt Kassiger, ich sag mal immer Urgestein vom Porsche Club Berlin und einer von den Leuten, die ich wirklich sehr hoch achte, nämlich schon deshalb, weil Kurt war immer jemand, der hat nicht nur eine Idee gehabt, was man machen könnte, sondern Kurt hat immer zu denen gehört, okay, wir machen's. Mein bester Kamerad ist mein Ehrenpräsident Hans Tanneberger, der heute leider nicht hier sein kann, aber er war von 64 bis 84 Präsident. Und das waren die schönsten Jahre im Porsche Club Berlin. Mein schönstes Porsche-Erlebnis war 338 laut Digitaltacho vor 4 Wochen und habe dabei, also auf der A9 Richtung Linte und habe dabei einen Ferrari F430 weit hinter mir gelassen. Der hat es nur bis 313 geschafft. Ist ein Clubkamerad, der auch mal die Marke gewechselt hat. Ausfahrt Ungarn. Wenn man dort nach Ungarn kommt, dann ist so ein Auto unglaublich positiv. Wir waren da mit 10 Autos auf eine Tankstelle. Und da sagt der Tankwart, wir sollen die Autos ja alle stehen lassen. Er putzt die, er macht die sauber. Solange wir hier bleiben, bleiben die Autos sauber. Er passt auch drauf auf. Und das sind dann immer so, sag ich mal, Erlebnisse. Da freut man sich wirklich richtig. Das ist sehr schön, sowas. Als ich mit einem 911 das erste Mal auf einer Rennstrecke unterwegs war. Das war ein unglaublich erlebnisreicher Moment, weil ich so festgestellt habe, neben den Qualitäten, die dieses Fahrzeug auf der Straße hat, was einfach so ein Auto tatsächlich kann.
generell ist Porsche-Fahren immer was Tolles. Deshalb machen wir das ja alle so gerne. Und mein persönlich schönstes in Porsche sind die Siege beim Autorennenfahren. Das ist das Schönste. Ja, der schönste Moment war eigentlich die Tour mit meinem ersten neuen 911 Targa T nach Italien. Wo ich dann angekommen bin und hatte einen Sonnenbrand, weil ich das Verdeck auf hatte. Und hatte einen Sonnenstich. Immer wenn ich gewinne, wenn ich vorne fahre. Den hat er oft gemacht. Ja. Ich fahre immer vorne. Wenn ich hinten fahre, ist hinten vorne. Den Porsche Club erwartet eigentlich ganz Ähnliches. Viel Fahren. Das Fahren steht bei uns, wie gesagt, im Vordergrund, sodass die Autos auch bewegt werden. Dafür wurden sie gemacht und dafür eignen sie sich auch fantastisch. Der Porsche Club hat eine schöne Zukunft. Er wird etwas größer werden. Die Familie, die Porsche-Familie, wie ich heute schon mal erwähnt habe, die wird wachsen auf eine sympathische Art und Weise. Und mit jedem neuen Mitglied kommt ein neues, anderes Porsche-Fahrzeug dazu. Und heute, wir haben ja auf der Strecke gesehen, was für unterschiedliche Autos, von wirklich Youngtimern, alten Autos, die schon irgendwo geschichtlich auf irgendwelchen Rennen unterwegs waren, bis zu ganz modernen Rennfahrzeugen. Wir haben einen Porsche Dieseltraktor vorm Hotel stehen. Also wir haben die ganze Range, die wir hier auch anbieten. Wichtigste, Achtung, ein Dreifaches voll! Gas! Voll! Gas! Voll! Gas! Sehr schön.